Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen wunderbaren Reaction auf diesem Kanal. Wir schauen uns heute, was schmeckt am besten mit Sushi von Philo an. Nochmal herzlichen Glückwunsch, der ist nämlich gerade Twitch-Partner geworden. Ich bin sehr stolz. Grüße gehen raus an der Stelle. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in das Video. Nick ist auch dabei, was ein Grund ist, das Video nicht anzuschauen, aber wir machen es trotzdem. Wir sind zurück bei Was schmeckt am besten mit? Mucke. Heute habe ich den großartigen Nick Feeds mit am Start. Oh! Was passt am besten zu diesem Anime-Guckenden, sich auf Hentai witzenden? Ich liebe Nami! Ich will... Okay, was passt am besten als Sushi? Ich hab Hunger. Auf meinen Arsch. Oh, wow. Aber wo kriegen wir Sushi her? Nein, wir haben es einfach gekauft. Einfach im Supermarkt. Wir haben es einfach nur im Supermarkt gekauft. Also, wir haben hier auf jeden Fall 3 Sushi-Packs. A, 4 Roll Sushi. Okay. Und wir werden heute rausfinden, was die beste Alternative zu Sushi-Soßen ist. Was isst du am liebsten mit Sushi? Sojasauce, Ingwer. Oh, da erinnere ich mich an den Sojasauce-Inzident, wo Nick und ich zusammen Sushi selber gemacht haben. Und ich gefühlt alles gekauft habe. Das Einzige, was ich vergessen habe, die Sojasauce. Dieses grüne Wasabi. Als allererstes, damit wir mal slow reinstarten. Mhm. Ich habe eine Alternative zu Sojasauce rausgefunden. Nein. Doch. Ist es das, was du mit Tomate Mozzarella immer isst? Ja, oh, das ist Balsamico-Essig. Oh, Balsamico-Essig. Ich würde dich bitten. Oh, kannst du mit Stäbchen essen? Nur so halb. Okay. Ich habe mir das so beigebracht, dass ich mir einen Stab in den Arschloch gesteckt habe. Ja. Und den anderen habe ich so gehabt. Ja. Und dann habe ich immer so ein bisschen mit meinem Muskel immer so trainiert. Ja. Und dann konnte ich das auf einmal an den Händen. Echt? Ja. Wir haben jetzt hier eine leckere kleine Rolle Sushi. Ja. Und nun mache ich uns den Aceto Balsamico auf. Wieso hattest du noch nie vorher ein Sushi-Restaurant angeboten? Weiß ich auch nicht. Kannst du mir nicht erklären. Ich glaube, das wird tatsächlich auch der Gewinner. Meinst du? Ja, das wird das Leckerste. Ja, das geht ja auch auf, oder? Ich mache jetzt hier ein bisschen rauf. Hm? Oh mein Gott. So sah legit mein Code aus nach dieser Alkoholnacht letztens. Der war genau diese Konsistenz und die Farbe auch einfach. Oh, meiner sieht immer so aus, ist das schlimm? Ich würde sagen, das ist gesund. Nimm dir dieses Stück Sushi. Und dann einfach rein, ne? Einfach da rein, komplett schön umrühren auch. Es ist mit Balsamico-Essig voll, ja? Ist so glitschig auf einmal. Prost. Prost. Hallo? Haben noch nie was Leckeres gegessen. Ne? Nee. Was gibst du diesem Scheißdreck? Eine stabile 4 Scheißdrecks. 4 Scheißdrecks? Ja. Ich gebe eine 6, weil es war okay. Ich werde nochmal auf 5. Warum? Weil das will ich nicht. Bleib bei 4. Man isst Sushi ja hauptsächlich mit flüssigen Sachen. Und da habe ich mir gedacht, okay, es gibt ja schon alle 3 Sachen. Es gibt flüssig, es gibt so ein bisschen Creme. Und wo ist gasförmig? In meinem Arsch drin. Wir haben noch kein wirkliches Pulver. Oh, wow. Hast du da Leckeres? Das ist Zimt. Zimt! Zimt! Das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsgewürze. Hast du diese Zimt-Challenge damals gemacht? Mit diesem Löffel? Ja. Nee, die war mir zu. Ach so. Ich habe mir damals einen Metallstrohhalm in meinen gesteckt. Und ich habe mir mit einem Trichter feinsäuberlich Zimt einführen lassen. Von einer kleinwüchsigen Japanerin. Glaubst du, das wirst du überleben? Kommt drauf an. Auf was? Ob ich es überleben werde. Hast du eine Schere? Ich habe nee, so hab Zähne. Männlich. Männlich? Also es reicht. Oh Gott. 3, 2, 1. Die werden 1. Halt sterben. Die werden Männer. Das ist der Grund, warum Frauen eine höhere Lebenserwartung als Männer haben. Das ist auch so unangenehm scharf. Man kann ja gar nicht richtig schlucken. Ich muss sagen, es hat mich wirklich ein bisschen an Zimt, Milchreis mit Zimt und Zucker erinnert. Durch den Reis in der Sushi Roll, maybe. Du Sohn. Wie findest du es? Scheiße, reu dich. Okay, dann mach das mal hier so ein bisschen beiseite. Kennst du noch dieses, man musste nach Dino-Knochen suchen? Ja, ich war damals im Hort, das ist so eine Nachmittagsbetreuung. Unser Hort hatte einen Hund, also der hieß Frederik. Und der war vom einen Abend auf den anderen auf einmal verschwunden und jedes Kind war traurig. Und dann gab es diese Goldblöcke, wo man nach Steinen gräbt. Ich habe Frederiks Eiersack da drin gefunden. Ja, du lachst jetzt, aber für mich war das wirklich alles andere als lustig. Das war sehr traumatisch. Hast du noch was anderes zum Essen? Ja, Frederik. Magst du Kokosnuss? Kokosnuss finde ich ziemlich geil. Wow. Deine Kokosnüsse finde ich ziemlich geil. Wow. Was ist das? Ich habe dir schon mal ein bisschen was aufgeführt in der Zeit. Feel it. Oh. Boah, die Szenerie kenne ich nur aus dem Bett mit deiner Dreckmutter. Wohl bekommst, wa? Petri Heil. Petri Heil. Ist ein Macher. Schmeckt richtig scheiße. Wirklich? Ja, du musst halt auch bei dieser braunen Scheiße an Scheiße denken. Vielleicht, wenn du sowas feierst, wirklich, das feiern nur so Kinder. Nein. Natürlich. Also das ist das, womit ich auf jeden Fall die Kinder in meinen Van gelockt habe, ja. Ich bin stark. Hallo? Ja? Wir sind da Beeps. Ja, wir probieren auf Anime-Mädchen. Ja. So was gehört dazu, wenn man Sushi isst, als fucking Weep, als fucking ich krieg keine Freundin aus vor 30, als fucking ich wohne bei meiner Mutter bis 40. Was machst du da jetzt gerade? Ich muss das einmal backen, deine These. Ja, Felix? Hallo, Papa. Ja? Hab eine ganz kurze Frage. Du hast mich doch lieb. Ja, natürlich. Würdest du mich auch lieb haben, wenn ich auf Anime mir einen runterholen würde? Ach nee, Felix, komm. Ciao. Du bist die reinste Enttäuschung, Digga. Wirklich.
anderthalb Wochen habe ich mir einen Bubble Tea gekauft und der steht da jetzt seit anderthalb Wochen in der warmen Sonne. Mhm. Ich würde sagen, den genießen wir jetzt einfach mal ein bisschen zusammen. Der steht da nicht seit anderthalb Wochen. Probier. Bist du krank? Was? Das können wir nicht machen. Warum? Trink aus. Nach was riecht das ungefähr? Du kennst doch, in der Weihnachtszeit mit deiner Familie zusammen am Tisch ist, fängt die Oma auf einmal richtig weird an, ihre Windel zu wechseln. Witzig, dass du sagst. Meine ist letztes Mal einfach abgekackt am Weihnachtstisch. Das tut mir leid. Macht nichts. Was hast du denn noch mit? Soße Hollandaise. Ey! What the fuck, man? Das ist eklig, das ist eklig, das ist eklig. Bin ich ganz ehrlich, das ist eklig. Da bin ich ganz ehrlich. Da sag ich ganz ehrlich zu dir. Du hast noch Also noch ekliger, als ich das erste Mal mein eigenes Ekula probiert habe, Bro. Ich bin ganz ehrlich. Hast du noch nicht? Nein. Ja, dann ich auch nicht. Okay. Du siehst aus wie du so. Wie viel? Geil! Bitte nicht, Digga, bitte nicht, Bro. Das ist so eklig. Hab ich was am Kinn? Das müsste es weg sein. Danke, Bro. Lieber Niklas, ich habe noch was zur Auswahl. Okay. An Silvester gibt's bei mir jedes Jahr Kartoffelsalat. Made by Mama. Gibt's da nicht bei jedem so Fondue oder? Ja, aber wir sind scheiße mittellos, Bro. Verstehe. Wir heizen mit Hamstern. Ein Exemplar nur 5 Euro kostet, wie bereits schon rausgestellt. Hast du da jetzt Kartoffelsalat mitgemacht oder was? Kartoffelsalat. Voll geil. Hat deine Mom den auch gemacht? Ja. Die macht da immer noch so Folie rauf. Nee, meine Mom heißt Hoffmann. Das kann ich mir actually geil vorstellen jetzt. Ja? Weil es halt so... Ey, Felix ist so underrated, Leute. Aber verwirrt ist, dass es eigentlich wieder geil schmecken muss. Richtig. Ja. Das ist ein bisschen zu wenig. Da muss noch ein bisschen was drauf. Weißt du, die schmecken großer. Oh, meinst du das gestürzt in die Soße Hollandaise rein? Wow! Das schmeckt richtig gut. Für mich ist das eine ganz klare 10. Das war eine 10 von 10, ich bin dabei. Bist du ein Fan von Schärfe? Magst du spicy? Nein. Warum? Das ist Harassment Sauce. Willst du einmal auftischen? Oh Gott, oh Gott, Jungs. Das ist die Munden, Bro. Ich balanciere die ganze Zeit dieses Stück Scheiße hier auf den Stäbchen. Ich balanciere schon seit mehreren Stunden ein Stück Scheißdreck in meinem Arsch drin. Ich habe wirklich Angst, dass ich hier gleich rausputzen will. Wenn ich einmal niese, ist die Hose voll. Und weißt du, was das Schlimmste da ist? Ich glaube, es sind 2 Vermengte. Oh mein Gott, Digga. Gnade dir Gott, was bei 3 passiert. Ich habe immer 2 Vermengte, Digga. Du meinst, es ist immer rot. Blutrot. So wie das? Ja. Ey, Prost Mahlzeit. Prost. Noch geht's. Jetzt wird's scharf. Jetzt wird's gerade sehr scharf. Das wird richtig scharf, Digga. Es wird gerade sehr, sehr scharf. Es wird richtig scharf. Das ist halt gerade leider super scharf, Bro. Wir sind jetzt schon ein bisschen dabei. Und wenn man ongoing immer wieder die gleichen Sachen repeatet, was wird man dann? Bisschen müde. Ja. Was hilft gegen Müdigkeit? Der Energy Drink Red Bull. Ja, von Red Bull, der. Wenn es schnell gehen muss und wenn man einfach fit werden muss, dann hilft am besten Red Bull. Ja. Wenn man aber auch Hunger hat in gleicher Form, dann kann man sich auch diese To-Go-Sushi-Rolls nehmen und das auch zum Beispiel einfach in der Bahn, morgens in der U-Bahn, auf dem Weg zu seinem Drecksjob, sich einfach das mischen in der U-Bahn zum Beispiel einfach. Ja. Ich würde sogar noch von unten einmal so ein bisschen hier rein. Ja. Und dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Lass dir schmecken. Lass dir schmecken, Großer. Hier. Na, es gibt nichts Besseres. Das war für mich Perfektion. Das war das absolut Beste. Ich würde sagen 15. Sieht auf jeden Fall auch schlürfbar aus. Magst du das Getränk Jägermeister? Jägermeister? Ja. Du willst jetzt, dass wir Alkohol trinken? Ja. Okay. Knack auf den Aal. Der gute Jägermeister. Gutes Gelingen. Pröschen mit dem Stößchen. Das ist was ganz was Feines. Das ist was ganz was Tolles. Ich hab was entdeckt. Was ich hoffe, was uns beiden sehr gut tut. Denn wir sind wirklich hart arbeitende Menschen. True. Und müssen uns auch mal was Gutes für unseren Körper und unseren Geist tun. Ja. Deswegen habe ich Folgendes entdeckt. Das ist Brottrunk. Ein Gärprodukt mit lebenden Milchsäurebakterien, welche aus dem Fermentierungsprozess von Bio-Vollkornbrot, hauseigenem Natursauerteig sowie Wasser entstehen. Es ist vollumfänglich vegan. Das war bitte. Mike ist komplett fertig.
Das kann ich nicht. Ich habe einmal, als WoW rauskam, habe ich eine Flasche gepisst. Habe die eine Woche neben meinem Schreibtisch stehen lassen. Als ich aufgemacht habe, war das der gleiche Geruch. Den wirklich? Ja. Ich finde es auch schön, dass das so eine Nebeninfo ist einfach. Weißt du, was, glaube ich, damit krass käme? Was denn? Eine Little Waterboard Session. Schmeckt gut. Hilfe! Ich fänd's mal einmal. Meinst du es nicht? Deins wird angecallt, aber alles gut. Was ist, wenn jetzt irgendwie deine Mama ruft und sagt, dass deine Oma gestorben ist? Dann ist die auch noch in 5 Minuten tot. Okay. Bist du bereit zu sterben? Ja, ich bin bereit. Oma, ich komme. Lass es dir Mund. Let's go. Let's go. Rein in den Schlund, ja? Die Frage ist, warum existiert so ein Produkt wie Brottrunk? Was ist der Sinn? Geht voll, oder? Das sind halt lebende Bakterien, ne? Halt's Maul. Wir müssen das halt schlürfen jetzt. Halt's Maul. Snowcap, das ist das ekligste, was ich je getrunken hab. Schere, Stein, Papier, wer verliert, muss trinken. Best of one? Best of one. Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl an der Fresse. Nein. Dieser ekelhafte Geschmack muss doch raus, oder stimmst du mir da nicht zu? Das ist doch nur so, das ist nur so Zuckerfarbe, ne? Stabil. Richtig pfefferminzig. Lecker. Ich habe vergessen, dass da Brechmittel. Drin ist. Was würdest du dem Ganzen geben? Mit Aiola? Mhm. Stabile 8. 9? 8. Okay, ja. Ich hätte gesagt 9. Was gibst du dem Brottrunk? 7,5. 7,5? Mhm. Für mich ganz klarer Gewinner, der Brottrunk. Dicht gefolgt aber von Red Bull, muss man wirklich sagen. Ja. Sehr stark. Safe. Sehr stark. Freunde, probiert unbedingt Sushi mit dem Brottrunk aus. Red Bull geht natürlich immer. Abonniert diesen dummen Kanal, gebt einen Daumen nach oben, folgt mir auf Instagram, schaut auch bei meinem Freund Niklas Bauer. Ja. Das Ding ist, Felix hat mich auch gefragt, ob ich bei besagtem Format mitmachen möchte. Und dieses Video hat mich einfach davon überzeugt, ja, ich mache da total gerne mit, Mann. Da sehe ich mich total. Das wird richtig toll. Ja, also abonniert gerne Philos Kanal. Da wird es vermutlich bald auch ein Video mit mir geben, wie ich mir irgendwelche absolut ekelhafte Scheiße reinfahren muss. Das wird total toll. Mega, voll cool. Okay, ich hoffe, euch hat meine sehr adäquate Reaktion darauf gefallen, wo ich, glaube ich, nichts anderes gemacht habe, außer schockiert reinzugucken. Lasst gerne ein Like da, abonniert. Kommentar, was auch immer. Bis bald, meine Lieben.